Jo Leute, herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Heute werden wir ganz viele Influencer-Produkte essen, einfach mal testen und gucken, ob es schmeckt, ob es blöd ist, wie es ist allgemein. So, übrigens, Ash, es ist jetzt gerade 1 Uhr, Ash, der hat noch Schule, er kommt ungefähr eine halbe Stunde nach Hause und Mama und ich dachten, wir packen schon mal ein bisschen Kapitalbra-Pizza in den Backofen. Also einmal mit Zuzug und einmal Thunfisch. Es gab nichts anderes, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Sorten gibt. Dann gibt es Thunfisch. Also es gibt eigentlich noch so eine mit Gemüse, glaube ich. Echt? Gab's nicht. Soweit ich weiß eigentlich. Ich war bei Rewe. Ich habe bei Rewe nur diese beiden gefunden. Was anderes gab's nicht. Okay, auf jeden Fall. Thunfisch kenne ich selber noch gar nicht. Ich würde sagen, die packen wir jetzt erstmal aus. Und dann würde ich sagen, ab in den Backofen damit. Er wird sich bestimmt über eine schöne Pizza freuen. Anstatt, was gibt's da zu essen? Für Papa und für mich gibt es einmal Lachs mit Fischstäbchen, Spinat und Kartoffeln. Er wird sich sehr hier drüber freuen. Ach komm schon. Ja, natürlich. Also über die Pizza auf jeden Fall. Oh, die sieht geil aus. Warte mal, ist denn noch eine andere oder bin ich blöd? Das ist noch eine. Es gab. Früher hieß es nicht Salami noch früher oder so? Oder bin ich blöd geworden? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall. Irgendwas ist hier anders. Aber die sieht toll aus. Sieht nice aus, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Also voll viel drauf. Also Sucuk kannte ich noch gar nicht auf der Pizza. Ja, aber Zwiebeln, was ist das? Zwiebeln, Paprika, Peperoni, glaube ich, ne? Ja, und die ist richtig dick. Also ist zwar ein bisschen kleiner, also im Vergleich zum Beispiel zu Lukas Pizza. Luca hat keine Pizza dieses Jahr, ne, oder? Nee. Zumindest wusste ich nicht. Nee. Aber ich muss sagen, sieht geil aus. Und Thunfisch. Ab in den Backofen damit. Ich bin ja gerade übrigens dabei. Er pult das Beste raus. Nee, ich verteile das nur auf die andere Hälfte. Hälfte? Du meinst, das ist hier für dich? Also mehr als die Hälfte und nur ein Viertel für Ash, ne? Ja, nein, hier eine Hälfte. Ach, da so meinst du? Und ich dachte, du machst so. Ja, na ja, gut, okay. Also, Sucuk ist jetzt hier auf Ash-Seite. Ich hoffe, dass er das mag. Das riecht gut nach Knobi oder so, oder? Ich glaube, ist das nicht Knoblauchwurst quasi? Ach so. Also weiß ich das nicht. Das könnte sein. So. Ja. Ah ja, okay. Ich wollte übrigens sagen, wir haben natürlich nicht nur Kapitalbra-Pizza. Wir haben ganz viele verschiedene Produkte gekauft. Ich hoffe, dass ich alles gefunden habe. Ich hoffe, also, falls wir irgendwas vergessen haben im Laufe des Videos, schreibt gerne in die Kommentare. Dann machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil draus. So, Ash, wie war Schule? Gut. Schickes T-Shirt. Danke. Ihr müsst wissen, das ist ein altes T-Shirt von mir, was gar nicht so alt ist. Auf jeden Fall, wir können erstmal direkt unsere Pizza tauschen. Warum? Wie Thunfisch ist. Das ist aber Fleisch. Nur eine halbe. Weißt du, was Max gemacht hat? Er hat die Hälfte Sucuk von da nach da umgepackt. Genau, auf jeden Fall, was wir heute machen werden, ist, wir werden heute nur Influencer-Produkte, beziehungsweise so, nur Influencer-Produkte essen. Also alles, was so es gibt momentan, wir hoffen, dass alles ist, werden wir essen. Forbro zum Beispiel, ist das von Influencer? Ja. Ich habe es nur von TikTok gesehen. TikTok. Aber egal, wir probieren es auch. Das ist echt eine eigene Marke. Ja, stimmt. Ich will sagen, TikToker, die haben nur TikTok, also das ist so, als ob FC Bayern TikTok-Account hat. Das sind trotzdem Fußballer und keine TikToker. Und wer ist Forbro? Ist die Marke. Achso. Apple hat ja auch einen TikTok-Account. Apple hat ja auch einen TikTok-Account. Achso. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Ich habe das noch nie in meinem Leben getrunken. Du hast erstmal gekleckert. GG. Warum ist das auch so voll? Warum ist das so voll? Ich weiß es nicht. Mal probieren. Sieht auf jeden Fall aus wie fast Cola oder so. Das ist hier einmal Eistee Mango Maracuja. Richtig. Und Ash hat Pfirsich. Schmeckt's? Warum hast du nicht Margarita geholt? Dann könnte Max auch essen. Ist noch nicht drauf. Gab's nicht. Von Capital Bra gab's nur diese beiden. Ey, lecker. Das ist lecker. Nehme ich echt noch mehr davon. So, Ash, magst du Thunfisch? Nein. Nicht? Das müssen wir jetzt alle teilen. Nein. Aber probieren wir. Ash, probier erstmal. Weißt du eigentlich, ob es früher auch schon Sucuk gab? Oder war das ein Salami oder so? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du es noch? Salami. Nee, das ist anders. Ich habe es anders in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde sagen, wir probieren mal die vegetarische Zuschub-Variante. Schmeckt mir schon gut. Also die riecht sehr gut. Mm. Und wer ist die Thunfisch? Ich. Papa kann dann Spinat essen. Da steht wirklich noch Spinat auf dem Herd. Das ist scharf ein bisschen. Echt? Mhm. Okay. Auf jeden Fall, ich finde es saugeil, dass da so Zwiebeln und Paprika und so drauf ist. Kennt man nicht so auch von Pizza, glaube ich, oder? Das ist ja, aber auch Peperoni, oder nicht? Das Grüne ist doch Peperoni. Echt? Nein, das sieht so aus. Oder es riecht zumindest auch so, als ob es Peperoni wäre. Und? Also scharf ist es jetzt nicht. Ach so, okay, dann... Also nicht so, also... Ja, okay. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall sehr geil. Man kennt es nicht so von Tiefgepizzen, finde ich, dass da sowas schmeckt. Drauf ist. Schmeckt? Mhm. Ich finde es geil. Super. Mhm. Aber das hieß doch Peperoni, oder? Nee. Paprika, glaube ich, in Rot, oder?
Also die Pizzen sind auf jeden Fall sehr geil. Thunfisch wird wahrscheinlich auch lecker sein, gehe ich mal ganz grob von aus einfach. Probieren Papa und ich gleich. Also wir sagen, wir essen erstmal weiter. Und dann geht's auch gleich schon weiter mit den nächsten Influencer-Produkten. Was? Ist doch Chili? Ist doch Chili? Oder? Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall lecker und so. Ja. Und jetzt zum nächsten Influencer-Produkt. Mama hat ja auf jeden Fall ein richtig fettes Stück Pizza gegönnt. Nein, das schmeckt wirklich sehr gut. Auch mit Tomaten drauf. Du hast doch eh noch Rand gehabt bisher. Was? Hast du auch noch Rand gehabt bisher? Nein, da hatte ich schon Tomaten drauf. Und echt, das bist du richtig du, wenn du in irgendwelchen Essensvideos Sachen probierst. Guck mal, wie viel ich da mal abgeschnitten habe, so ein Stück Pizza. Das schmeckt wirklich sehr gut. So, wir probieren jetzt einmal noch hier einmal ein paar Snacks. Genau, es gibt hier nämlich Snacks und zwar einmal Chips, Rob's Chips, kennst du die? Von Crispy Rob, ich kenn die auch gar nicht. Wir haben die auch vorher noch nie probiert, noch nie gegessen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Das safe auch noch mit Zucchini, oder? Richtig, das, ey, wir waren heute extra einkaufen bei Kaufland, wollten die holen. Da war ein fetter Karton noch. Da war noch ein fetter Karton da mit mehr Salz. Nur Salz war übrig. Also die anderen nicht. Es gibt eigentlich noch Paprika und Sour Cream. Ich glaube, Sour Cream wäre noch am geilsten gewesen. Krass. Kann man das online bestellen irgendwo? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir es aber, ne? Wir haben hier Flugzeuge, Rasenmäher, Autos. Da oben. Die zweite Sache. Kann man das sehen? Ey, Fohlenflug richtig nah einer, ne? Ich sehe ihn nicht. Fohlenflug ist richtig nah am Militärflugzeug. Ne? Echt? Hast du gesehen? Nee. Hast du es gehört? Nö. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch so Nüsse mit ein bisschen Zucker, ist da noch drin, glaube ich. Aber wohl so kein richtiger Zucker, sondern irgendwie Zucker. Without cane sugar. Also hier ist, das haben wir oben auch schon mal probiert, also Chris und ich. Mhm. Das ist irgendwie Reissirup oder so. Ach so. Nee, warte, wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Die sehen mega aus hier, extra groß. Das ist von Pamela Reif. Die macht so ganz viele Workout-Videos, so Sportvideos, die ist sehr sportlich. Und verkauft so. Nüsse und also keine ist Chips. Nichts für uns, ja genau. Deswegen Unge verkauft Chips. Das ist Rob. Ach, Entschuldigung, ja. Unge hat ja was anderes. Da kommen wir nachher auch noch zu. Okay, auf jeden Fall, ich würde sagen, wollen wir erst mit den Nüssen anfangen. Ja. Die kenne ich nicht, die einen hier kenne ich. Ihr könnt ihr mal auf den Teller vielleicht geben und zu gucken, wie die so aussehen, weil ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Die einen sehen so aus. Ich fand sie sehr teuer, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber sie sind lecker. Aber man merkt, wie halt die schmecken. Ja, isst man dann nicht oft, würde ich sagen, oder? Also genießt das bitte. Also eigentlich bin ich nicht so ein Nussfan, aber die... Schmecken die? Ja. Also die sehen schon interessant aus. Dann probier. Und erst machst du die einmal auf? Die sind ja salzig. Oh. Die habe ich noch nicht probiert. Also die sind nicht so meins. Nee? Mm-mm. Die sind nicht so meins. Die sind salzig. Boah. Süß-salzig. Mm. Die mag ich auch nicht so gerne. Was sind das hier? Crunchy Cocoa. Schmeckt ein bisschen auch nicht meins. Nee? Mm-mm. Okay, also Chris und ich... Obwohl ich unheimlich gerne Nüsse esse, aber nicht... Wir haben zum Beispiel, also Chris und ich haben es ja schon mal probiert, das Ganze ist also schon länger her, als wir die mal gekauft haben. Wir haben es einfach so ein Smoothie gemacht und dann die Nüsse einfach rein. War eigentlich super, also das ging fit. Mhm. Jetzt die Chips. Ja. Jetzt die Chips, jetzt die Chips. Aber wollen wir nicht mal was zu tun, was trinken? Wir haben hier nämlich nochmal einen 4-Bro Eistee. Bubblegum. Bubblegum hört sich saugeil an. Soll nicht schmecken? Ja. Ist okay. Das hört sich aber saugeil an. Das ist ein Standard. Boah, wisst ihr, was wir gar nicht gedacht haben, Mama? Hast du Dirty gekauft? Was ist das? Von Sharon David, ein Eistee. Nee, hab ich gar nicht gesehen. Wo gibt's das denn? Nee, bei Rewe. Und Angie? Oh. Angie, das ist kein Influencer. Ah, das schmeckt scheiße. Das würde ich nicht empfehlen. Nein, das riecht das nach ist Energy. Und schmeckt nach Außenkatzerkatz. Das ist Energy Drink mit Traubengeschmack. Also meins ist nicht so, aber okay. Gibt Leute, die mögen es bestimmt. So, probiert mal. Ich kann die Kommentare verstehen, wo geschrieben wird, dass es gar nicht schmeckt unter den Kommentaren. Bubblegum-Eistee? Probiert mal. Riecht, wie kannst du das nicht mögen? Das riecht voll geil. Gestern hatten wir auch einen Gummibär, der sehr gut gerochen hat, aber überhaupt nicht geschmeckt hat. Ich find's geil. Ja? Magst du nicht? Ja. Ich nehme den gerne. Die anderen haben gesagt, das schmeckt nicht. Ich sag nicht nein. So. Ich bin auf die Chips gespannt. Also ich bin Bubblegum, ich mag es gerne. Auch mal? Ja, safe. Ich muss hier reinkippen direkt. Und das sieht auch extra groß drauf. Ja. Oh Gott. Extra große Chips und... Ja, oh, fresh. Wow. Pack mal rein. Da mal rein. Alter, oh, lecker. Alter. Ich liebe ja Chips, ne? Aber das ist so mega ungesund. Ja, das sind die Riesenkartoffeln. Die sind gar nicht salzig. Nein, aber da stand mit Salz drauf. Wie viel Gramm? Die sind gesalzen. 1,8 Gramm. Ja, okay. Die sind gar nicht salzig, ne? Die sind nicht so krass. Also ich habe mir mehr... Also ich mag gesalzen Chips nicht so gerne. Also so nicht Salz, auch, wenn Salz. Es zu viel ist. Das geht fit. Probier. Ich schmatze gleich hier vor die Kamera hin. Ja, stimmt auch wieder.
auch nicht so gut. Und schmecken gut. Also sehen zumindest echt toll aus. Mhm. Ja, dann haut mal rein. Mhm, voll groß. Also ich finde dafür, dass es Meersalz ist, also... Ich glaube, Sour-Cream, ne? Und so wär, ne? Ich glaube, Sour-Cream und so wäre geiler gewesen. Ja, ich glaube auch. Kann man bestimmt mit Chips super gerne essen, aber ich bin nicht so der Fan von salzigen Chips. Schreibt mal gerne rein, was eure Lieblingschips sind. Diese normalen salzigen sind ekelhaft. Mhm. Es sind ekelhaft, aber... Aber gesalzene Chips sind immer die, die als letztes übrig sind. Ja, ist das einfach, stimmt. Ist einfach so. Ja, das stimmt. Also wir müssen es auf die Suche machen, vielleicht online irgendwie. Auf jeden Fall. Sour-Cream muss... Sour-Cream und Paprika. Auf jeden Fall, genau. Und meine Lieblingssorte eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Sind fertig? Mhm. Ja. Ja, dann guten Appetit. Geiler Snack zwischendurch. Ja. Mal ich sagen. Sehen wir uns später beim... Ja. Gleich? Nein, ja, wir sagen, wir haben uns gleich für, für euch. Gleich für uns später. Bis gleich. Bei der Reis. Genau. Nicht verraten, nicht verraten. Tschüss. Wir haben jetzt mittlerweile Abend, es wird Zeit für ein Abendbrot, würde ich sagen. Allerdings, er ist gerade in seinem Zimmer und ich dachte mir, ich werde ihn jetzt überraschen mit einem schönen, richtig geilen, leckeren Abendbrot. Ob er es mögen wird, ich weiß es nicht, aber guck mal, die Zutaten, die sehen nice aus. Also, es gibt hier so eine Unge, limitierte Edition mit Unge. Sieht man hier, das ist eine Reis One-Pot-Asia-Reispfanne. Ich bin eigentlich nicht so Asia-Fan, aber wird bestimmt schmecken. Oder als allererstes, alles kleine Häckchen, oder? Also, ich habe schon mal zwei Tüten geholt, weil ich dachte, das sind ja nur zwei Portionen, das sind viel zu wenig, wenn wir alle davon essen wollen. Ja, schwierig. Kriegen wir hin, oder? Ja. Also. Erstmal muss alles kleingeschnitten werden. Genau, alles klein häckseln. Ja. Und dann kann ich. Lies doch mal. Was? Steht was drin. Ja, das hast du bestimmt vorher schon gelesen, oder? Das ist zu fett. Ich würfel dir jetzt. Ja, okay. So. Oh Gott, mach ein bisschen kleiner, weil sonst ekelt er sich bestimmt davor. Echt? Wieso das denn? Im gekochten Reis. Oder gebratene Paprika. Soll er sich nicht so anstellen. Das ist von seinem Bruder gekocht, mit Liebe. Max war übrigens zwischendurch zum Friseur. Ach ja, wir waren generell beim Friseur mittlerweile. Waren beide, genau. War ultra notwendig, also muss ich ehrlich sagen. Voll kurz die Haare, krass. Ja, aber vorher war, also Leute, ich muss ehrlich sagen, ihr habt ja in dem Video gesehen, mit langen Haaren und mit kurzen Haaren. Es war notwendig, es war einfach notwendig. Das ist echt eklig, wenn mir die Haare am Rand so... Ja, okay, das ist schwierig, ja, ja. Ja, ich war auch vom Friseur. Übrigens, die Kinder haben was gefunden. Mal kurz, du schnippelst jetzt. Ich zeige einmal ganz kurz. Ja, du warst voll lieb bei Rewe. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es bei den Chips geguckt, aber die waren scheinbar im Extra-Aussteller. Mhm. Schaut mal. Wir haben die mittlerweile auch schon probiert. Es gibt hier Paprika. Ich hat's aufgemacht. Das ist okay. Ich auch mit. Die sind hier so mega lecker. Guck mal, die Tüte ist auch dementsprechend. Guck mal. Ich hatte, glaube ich, nur zwei davon. Alter, ich probiere. Der Gast war dein Bruder. Ich finde die mega. Also die sind ein bisschen scharf. Also würzig steht da ja auch. Aber Meersalz ist echt nicht so geil, ne? Also geht's. Und die beiden, man versteht, warum die ausgekauft waren. Ja, genau. Also die sind mega hier mit Sour Cream. Richtig toll. Und dann gibt es auch Neues zu trinken gleich hier. Von Sherin David, ne? Oder wie ist die? Sherin. Da, zwei Getränke. Ich weiß gar nicht. Heidelbeere. Mhm. Wow. Eistee. Die Sour Cream Chips echt. Sind 10, mega, 10, ne? 10. Ja, ja, finde ich auch. Also die Zutaten haben wir jetzt alle hier schon mal zusammengestellt. Soja gibt es nämlich auch noch. Wasser. Zuerst wird halt Paprika und Karotte angebraten und naja, zum Schluss kommt das und das, weil das nicht so lange muss. Also das, das, das mit Wasser und dann Reis. Dann muss es köcheln 15 Minuten lang und dann... Ja. Also wir schnippeln hier, ne? Oder Max schnippelt hier ein bisschen. Ich mach mal aus, sonst wird es zu. Ja, mach mal, mach mal. Jetzt wird erstmal alles umgerührt. Das, was jedenfalls hier drin ist schon mal. Hast du super gemacht, hast du super geschnitten. Mhm. Ja. So, einmal Reis hinzugeben. Alter, das wird so. Ist das nicht viel zu viel für uns irgendwie? Nein. Nee, sicher. Wir essen doch alle mit. Das reicht auch für morgen Mittag. Ja, genau. Ich glaube, es ist nicht nur vegetarisch. Jetzt rühren, damit die anbrennen. Ja, bin dabei. Kein Stress. Das sieht so lecker aus jetzt schon. Fehlt nicht ein bisschen Wasser da drin? Nein, noch nicht. Also es muss erstmal angebraten werden, danach kommt Soja, 2 Esslöffel, dann Wasser. Also so. Tüte nicht gelesen, ne? Nö. Da steht alles ganz klar genau, wie man das macht. So. Mhm. So, oh Gott, reicht das? 2 Esslöffel. Also jetzt ist es mehr. Achso. Esslöffel. Mehr. Ja. Das ist aus wie Teer oder so. Oh, Steck! Nochmal zweite! Zweiten Löffel! Umrühren! Schnell! Rühr! Schnell! Ja, okay. Next kommt es gleich! Schnell! Nee, das stimmt! Was? Ich hasse Soja! Also na, das wird gleich gut schmecken, denke ich mal. Okay. Richtig gut umrühren. Mm.
Das sieht aus wie eine chinesische Asia-Suppe. Ich bin super gespannt, wie das nachher schmeckt. Und gleich die zweite Tüte rein. Das könnte echt so eine Wiener Suppe sein, oder? Keine Ahnung. Ja, aber der Reis quillt ja gleich. Das heißt, hoffentlich wird es nachher auch was werden. Ach, zwei Tüten, ne? Zwei Tüten, ja, ja. Da war ja mal was. Riecht gut? Das riecht irgendwie. Oh, scheiße. Oh, okay. Hat so einen Mix von Gemüsebrühe mit irgendwas Asiatischem. Oh ja, lecker. Das riecht echt nach Gemüsebrühe. Ja, ich sag noch eine. Das kocht schon fast, hä? Was hat Uwe jetzt dran? Er hat wahrscheinlich diese. Bestimmt. Ja. Ich denke, er hat sich sein Lieblingsgericht ausgedacht. Oder so. Sicher? Weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß ich nicht. Da kann ich mir vorstellen, dass er das gerne isst oder so. Ja. Nein, nein. Ich dachte, Frauen sind immer penibel. Nee, bei uns ist Papa immer so. Ich denke so, passt schon. So, das muss jetzt 15 Minuten kochen, oder? Ja. Chefkoch. Plus minus. Okay. Einmal aufkochen lassen. Essen ist fertig, Alter. Yeah. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Riecht auch sehr gut. Reiserbsen und Wurst. Wohin damit? Einfach hier umdrehen auf den Tisch. Ohne Wurst. Das heißt. Wieso ist da keine Wurst dran? Ist vegan. Der erste Löffel ist vegan. Ist vegan oder vegetarisch? Vegan sogar. Hast du irgendwas an Milcheiern reingepackt? Nein. Echt, die geht von vegan aus. Ja, okay. Keine Ahnung, also ich denke, würde passen. Ist ja nicht sogar selbst vegan? Ja, deswegen würde passen. Ja, okay, passen. Dann ist es vegan. Guck mal, ich bin. Füll das auch noch liebloser auf hier, ey. Ey! Ist das ungesund? Ja? Okay, Fluffy. Ja, jetzt müssen wir alle essen. Das sieht irgendwie aus wie Reis mit Ketchup oder so. Und ihr macht den hier nicht, dann nehme ich den. Wir teilen das, wir haben alle Gläser. Wollen wir kurz probieren erstmal? Ja, also probiert mal bitte die Pfanne. Wieso schüttelst du das? Schau mal schütteln. Dann schmeckt das anders. Sagen alle. Echt? Ist lecker. Oh Gott. Also, ihr schmeckt? Das schmeckt sehr gut, ja. Ich hab's schon probiert. Aus der Pfanne. Ich find's lecker. Schnucki. Nur ein bisschen asiatisch, ne? China ein bisschen. Ist Soja drin. Und der da nicht auch irgendwo? Er ist Portugal, ne? Portugal. Was hat das mit Unge zu tun? Das ist auch südlich der Elbe. Wie bitte? Ja, was hat das mit Unge zu tun? Ich weiß es nicht. Unge hat es gekocht für uns. Ja, genau. Ich dachte, oh, ich brauche mal eine Pfanne. Bestimmt dann, ja, vielleicht mochte er das so gerne. Und dann so, ja. Wer möchte hier Candy Shop. Ich möchte es auch gerne probieren, aber ich habe hier noch Wasser. Chrissy? Ein bisschen? Nee. Mama? Ich nehme auch. Und Ash, wie schmeckt der Eistee bei dir? Das ist übrigens Dirty von Shirin David. Dirty? Okay. Dirty. Das sieht aber schön aus. Schmeckt das City wirklich besser. Schmeckt auch lecker. Dirty ist so ein cooler Name, ne? Candy. Aber ich muss sagen, es gibt ziemlich viel Eistee. Heute. Lecker. So künstlich schmeckt das irgendwie. Darf ich mal dein kurz probieren? Weniger als Cola. Ja, sehr gut. Der schmeckt besser. Mit Heidelbeere. Echt? Wesentlich ist den hier. Mhm. Ich mag den. Mögen wir nicht? Nee. Echt nicht? Ich mag lieber den als den. Also, Christian, ich mögen den am liebsten. Ja. Aber eigentlich, also. Ich muss sagen, die Reisfanne, ich finde die leckerer als gedacht. Ehrlich. Da siehst du. Weißt du, und wenn ich mal Reiserbsen Wurst mache, ist das nicht. Nee. Das ist auch nichts an Soße oder irgendwas. Das muss ich nachschauen. Das gehört ja auch nicht rein. Ja, das ist also, in mein Essen. Ich würde sagen, wir essen jetzt auf jeden Fall erstmal Abendbrot. Es ist jetzt übrigens auch schon fast 9. Ash geht morgen früh wieder zur Schule, ne? Ja. Zur ersten? Ja. Ja. Okay. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mal gerne rein, ob wir irgendwelche Sachen vergessen haben oder. Doch. Diesen Keksteig. Ja, haben wir nicht gefunden. Du weißt schon, gab's nicht. Ja, aber den gibt's vielleicht auch nicht mehr. Nee, gibt's also nicht. Nee, von Victoria Sarina rede ich gerade. Ich habe diesen Teig nicht gefunden. Mir fehlt noch was die beiden Mädels. Ich dachte Cookie Bros. Ja, wo kann ich sagen, von Knossi. Knossi. Der macht auch Cookie Bros. Keksteig, shit. Habe ich nicht gefunden. Nee. Also ich habe auch gar nicht gesucht. Ah, ich habe nichts gesagt. Also schreib mal rein, falls wir noch ein paar mehr Sachen vergessen haben. Dann machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil. Das weiß auch noch was. Na? Das coole Brot von Adi. Ja. Und also, ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Gute Nacht.